Einen wunderschönen guten Tag. Der Coronavirus greift um sich und bringt dir irgendwie alles durcheinander. Sowohl im Außen als auch im Innen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt in diesem Moment sehr viele Eltern dabei sind, Alltag zu organisieren und irgendwie Pläne zu schmieden, damit der Laden weiterlaufen kann. Und ich sage jetzt schon mal Chapeau, ich ziehe meinen Hut dafür, dass die meisten Eltern das irgendwie hinbekommen. Ja? Die schaffen es, Alltag dann zu organisieren. Wie auch immer. Und ist das einfach? Nee, überhaupt nicht. Also nochmal Daumen hoch. Es gibt noch eine andere Seite. Da wird noch etwas anderes komplett durcheinander gebracht. Das hat etwas mit diesen inneren Gewohnheiten zu tun und mit dem, was in uns stattfindet. Ja? Ich will mal kurz zurückblicken auf gestern. Da hatte ich ja diesen Beitrag zum Thema Schule fällt aus. Und da habe ich auch gesehen und gelesen, dass doch viele Eltern spontan rufen, hurra, endlich können wir mal das tun, was wir immer schon tun wollten. Und jetzt können wir doch mal sehen, was unsere Kinder alles machen, wenn Schule eben nicht stattfindet. Wunderbar. Diesen Eltern wünsche ich alles Gute, viel Kraft, gute Eindrücke. So. Es gibt andere Eltern, die reagieren anders. Und das ist so ein bisschen tricky. Also ich fange mal so an. Wie reagieren eben andere Eltern auf so eine Situation? Die reagieren, indem sie innerlich zusammenzucken. Ja, die haben Angst. Die haben richtig Angst vor der Zeit, die da kommt. Und ich weiß, ich bin jetzt mal echt anmaßend, ich weiß, dass jetzt in diesem Moment manche vor diesem Bildschirm sitzen und folgendermaßen reagieren. Wie kann man, also so nach dem Motto, wie kann man denn Angst davor haben, mit seinen Kindern Zeit zu verbringen? Was sind das nur für Eltern? Rabeneltern. Warum haben sich diese Eltern nur Kinder angeschafft, wenn die Angst davor haben, mit ihren Kindern Zeit zu verbringen? Wenn sie nicht wissen, was sie mit ihren Kindern anfangen sollen? Das tut gut, ne? Das tut so richtig gut und es ist so ein bisschen putzig, dass wir einerseits ja auch auf diesen Seiten, auf meiner Seite übrigens auch, so freiheitlich tun und so empathisch und so respektvoll und trotzdem oder gleichzeitig, wenn es eben Eltern gibt, die irgendwie nicht unseren Bildern entsprechen, dann ist das auch so ein bisschen mit dem Respekt so eine Geschichte, ne? Es gibt so viele moralische Zeigefinger in unserer ach so modernen Welt. Was ich sagen möchte, was ich anbieten möchte, ist, ich palabere hier jeden Tag Zeug, ich schreibe Texte und ich selbst kenne diesen Druck, der aufkommen kann als Eltern, wenn da eine lange freie Zeit ansteht. Ich bekenne mich dazu. Ja, meine Tochter ist jetzt 14, die Nummer ist jetzt mittlerweile ein bisschen anders, aber als sie so 4, 5 Jahre alt war, da habe ich irgendwann festgestellt, dass bei mir schon donnerstags innerlich so ein Druck entstand, weil ich dachte, ich muss jetzt irgendwie dafür sorgen, dass diese Zeit ganz besonders wird. Ich gestehe auch, dass ich zu den Eltern gehöre, die eben nicht es richtig spitzenmäßig finden, wie war jetzt grammatikalisch die richtige, ist egal. Also ich fand es auch damals schon nicht immer großartig, mit meinem Kind 4 bis 12 Stunden irgendwie Fillypferde zu spielen oder Playmobil oder was. Ja, und ich dachte, das macht mich zu einem schlechten Vater. Ja, was für ein Druck. Also habe ich die ganzen Tagesdinger, die Zeitungen durchgeblättert auf der Suche nach pädagogisch wertvollen Angeboten. Und da habe ich so viel Rabatz gemacht, um irgendwie eine anregungsreiche Zeit zu gestalten. Ja, und auch jetzt bestimmt wieder einige Kopfschüttler. Das Elternsein lernt man nur über das Elternsein. Das kann man sich nicht anlesen. Ja, und die Erfahrungen, die wir machen, die können manchmal echt heftig sein. Da kann einiges in Bewegung geraten. Jetzt zum Beispiel, da alles durcheinander gerät. Ich möchte Eltern einladen, einen Raum zu betreten, in dem keine Kopfschüttler unterwegs sind. Ich will ganz gewiss keinen Gewinn herausschlagen durch so eine Krise. Ich weiß aber, dass sehr viele Eltern
jetzt auch dadurch unter einen unglaublichen Druck geraten, dass sie eben auf einmal so eine freie Zeit haben mit ihren Kindern. Ja? Und selbst wenn sie es gestemmt bekommen, organisatorisch, was mache ich mit der Zeit? Ja? Zoo fällt aus, kann man nicht mehr hin, Kino ist wahrscheinlich auch schon dicht oder demnächst oder was weiß ich. So, und nun? Ja? Das ist für manche Eltern eine richtige Herausforderung und die wissen eben nicht, wie sie mit dieser inneren Zerrissenheit umgehen können. Also, mein Angebot an dich, an euch, Mitglied werden, Familienakademie, da gibt es viele tolle Angebote, auch viel Gedöns und so, ist alles prima. Ich glaube, das Wichtigste ist, es gibt diesen Raum, einmal wöchentlich Elterntreffen, da kann man dazukommen und trifft wirklich auf Menschen, die empathisch sind, die respektvoll sind. Das sind auch keine super erleuchteten Leute. Ja? Das sind völlig normale Menschen. Übrigens bin ich auch völlig normal. Und da gibt es nicht, du solltest jetzt mal loslassen. Du solltest jetzt endlich mal loslassen. Ist das wahr, was du denkst? Ist das wirklich wahr, was du denkst? Und lass doch endlich mal los. Ja? Das macht frei, ne? Lass los! Entschuldigung. Also, ich lade dich ein, werde Mitglied, 60 Tage Rückgabegarantie, risikofrei. So, und ich würde mich freuen, wenn wir uns da sehen. Dir und euch und so eine gute Zeit. Bis dahin. Tschüss.